Wir leben heutzutage in einer Welt, wo wir auf die Verlässlichkeit der Geräte bauen. Wer von Ihnen hatte das letzte Mal die Situation, dass sich das Auto nicht starten ließ? Oder dass vielleicht der Kühlschrank ungeplant ausgefallen ist? In unseren Lagersystemen haben wir eigentlich vergleichbare Voraussetzungen. Wir zählen darauf, dass unsere Geräte immer funktionieren. Das Ziel von Predictive Maintenance ist es, Hardwareausfälle vorherzusehen, um dadurch die Ausfallszeiten möglichst gering zu halten. Um eine verlässliche Aussage über Hardwareausfälle treffen zu können, ist es aber notwendig, eine Vielzahl an unterschiedlichen Daten zu erfassen. Dazu müssen Anlagen mit unterschiedlichsten Sensoren ausgestattet werden. Predictive Maintenance, also die vorausschauende Wartung auf Basis der entsprechenden Geräteparameter idealerweise, soll uns in Zukunft ermöglichen, Geräte dann zu warten, wenn sie erstens noch nicht ausgefallen sind und zweitens vor allem dann, bevor wir sie am dringendsten benötigen, damit wir die Lagerfunktionalität bestmöglich sicherstellen. Die dabei anfallenden Datenmengen sind aber derart groß, dass sie klassische Systeme an ihre Grenzen bringen. Damit solch riesige Daten nun erfolgreich verarbeitet werden können, benutzt man Big Data Systeme mit KI-gestützten Analyse-Tools. Mit Predictive Maintenance wollen wir versuchen, in Zukunft eben Geräte vorbeugend zu warten, sodass es gar nicht einmal zu einem Ausfall und damit zu einem Lagerstillstand kommt. Nur wir müssen dieses Thema weiterdenken. Nur die Restlebensdauer zu wissen, ist eine Sache. Darauf aufbauend das Wartungsintervall zu planen und vor allem jene Behälter, jene Artikel, die von dieser Wartung betroffen sind, schon rechtzeitig in andere Lagerbereiche zu verschieben, sodass die Wartung uns möglicherweise im Lagerbetrieb dann überhaupt nicht mehr auffällt, ist die Vollendung. Geht man noch einen Schritt weiter und lässt das System als Folge einer Ausfallsprognose gleich auch noch instandhaltete Maßnahmen wie Material- oder Personalbereitstellung planen, so spricht man von Prescriptive Maintenance. Beim Predictive Maintenance stellen wir uns die Frage, was wird passieren? Beim Prescriptive Maintenance hingegen stellen wir uns die Frage, welche Handlung ist für welches Ereignis durchzuführen? Wir gehen über Predictive Maintenance zu Prescriptive Maintenance, wo wir eben planen, wann warten wir Geräte und wie bereiten wir uns im Lager auf diese Wartung vor. Haben wir alles das zusammengefasst, haben wir vielleicht eine neue Ebene der Effizienz im Lager erreicht. Beim Prescriptive Maintenance werden also rechtzeitig die Notwendigkeiten von Instandhaltungsarbeiten vorhergesagt und zusätzlich Maßnahmen zur Durchführung vorgeschlagen. Dadurch sollen maximale Vorteile erreicht werden, aber auch Risiken gesenkt werden.